Für heute reicht's mir dann mal. Oh, warte, dort vorne war ich noch nie. Es war ausgemacht, dass wir nur bis zu meinem Termin rumlaufen. Nur ganz kurz, stell dich nicht so an. Bis zu deinem Termin hast du noch 365 Sekunden. Amüsierst du dich? Es nervt, dass ich mich nicht allein herumbewegen kann. Ich habe eine Idee. Vielleicht könnte man das Handy mit einer ferngesteuerten Kamera verbinden. Vergiss es. Wow, zu mir bist du immer so harsch, aber bei dem Gruppendate vorgestern hast du kein Wort rausgebracht. Moment mal, woher? Selbst schuld, wenn du die App nicht richtig beendest. Ich habe im Hintergrund mitgehört und konnte mir kaum das Lachen verkneifen. Keiner deiner Witze kommt gut an. Bei Wahrheit oder Pflicht und beim Flaschendrehen sind alle nur angewidert von dir. Und außerdem... Aber warte, heißt das etwa das Protokoll, das ich heute Maho und Dr. Leskinen gebe? Da ist natürlich alles mit drin, jede noch so kleine Peinlichkeit. Die Gespräche mit mir werden auch alle im Protokoll festgehalten. Dass du keine Auberginen magst, obwohl deine Familie Gemüse verkauft. Oder dass du andere beim ersten Treffen Choristina nennst. Hör auf. Sag schon, wieso Choristina? Du lässt nicht locker. Menschliche Erinnerungen sind vage. Mit der Zeit verwischen sie und formen ihre eigene Geschichte. Worauf willst du hinaus? Nun ja, Amadeus ist leider eine unvollkommene KI. Es gibt kein Wandel vager Erinnerungen. Und somit auch kein Vergessen. Aber bei der Demonstration neulich hatte Amadeus auch schon Dinge vergessen. Daten, die nicht mehr als dringend notwendig erachtet werden, werden für gewöhnlich einfach nicht mehr eingelesen. Doch sie bleiben im Protokoll. Also wirst du nie aufhören zu fragen, warum ich dich so nannte? Ganz genau. Wieso musst du so stur sein? Wenn du mir ständig ausweichst, beschäftigt es mich eben umso mehr. Deine übermäßige Neugier wird dich noch in Schwierigkeiten bringen. Um es als Wissenschaftler zu schaffen, ist das das Minimum.